Warum war der Beton oder Mörtel, den die Römer vor über 2000 Jahren herstellten, widerstandsfähiger als der heutige? Wissenschaftler haben lange versucht, das Geheimnis der außergewöhnlichen Haltbarkeit und Festigkeit der Bauwerke des Römischen Reiches zu lüften. Nun scheint dieses Rätsel endlich gelöst zu sein. Ein Forscherteam gibt an, die chemische Zusammensetzung des von den Römern verwendeten Betons entdeckt zu haben. Ein Schlüssel, der erklärt, warum ihre Bauwerke bis heute überdauern. In den antiken Hafenmauern nutzten die Römer eine spezielle Betonmischung aus Kalk und vulkanischer Asche, die sich fest mit dem Felsen verband. Wissenschaftler haben entdeckt, dass das vulkanische Material bestimmte Elemente enthält, die bei Kontakt mit Salzwasser die Festigkeit der Bauwerke erhöhen. Diese Erkenntnis könnte die Entwicklung umweltfreundlicher Baumaterialien vorantreiben, da die moderne Zementproduktion erhebliche Umweltauswirkungen mit sich bringt. Es wird davon ausgegangen, dass diese Entdeckung bei der Entwicklung umweltfreundlicherer Baumaterialien helfen könnte, da die moderne Zementherstellung erhebliche Auswirkungen auf die Umwelt hat. Moderne Betonmischungen neigen dazu, im Laufe der Zeit zu erodieren, während der Beton der Römer mit der Zeit an Festigkeit gewinnt. Dies wird auf eine besondere Reaktion mit den Elementen, insbesondere mit Meerwasser, zurückgeführt. In Proben von antiken Wellenbrechern und römischen Hafenbauwerken entdeckten Wissenschaftler ein seltenes Mineral namens aluminiertes Turbomorit. Sie vermuten, dass diese Substanz in der Kalkmischung kristallisiert, wenn diese durch den Kontakt mit Meerwasser und Wärme chemisch reagiert. Laut den Wissenschaftlern zeigte die Studie, dass sich erhebliche Mengen aluminisierten Turbomorits im Betonmaterial bilden, begleitet von einem porösen Mineral namens Philipsit. Durch die langfristige Einwirkung von Meerwasser wachsen diese Kristalle weiter, was den Beton stärkt und die Bildung von Rissen effektiv verhindert. Mary Jackson, Forscherin an der Universität von Utah, erklärt: Die Römer schufen einen Beton, der einer Gesteinsart ähnelt, die durch den chemischen Austausch mit Meerwasser gedeiht. Die antike Rezeptur unterscheidet sich deutlich von der heute verwendeten, da moderne Gebäude meist mit Beton auf Basis von Portlandzement errichtet werden. Experten zufolge könnte das Gezeitenkraftwerk in Swansea an der Südküste von Wales im Vereinigten Königreich erheblich profitieren, wenn für den Bau der römische Betontyp verwendet würde. Das Swansea-Projekt sieht den Bau eines 9,5 Kilometer langen Damms in U-Form vor, der die Bucht durchquert und einen künstlichen See schaffen soll. Der Damm wird mit 16 hydraulischen Turbinen ausgestattet, die durch das Steigen und Sinken des Wassers bei den Gezeiten Energie erzeugen. Die Forscherin erklärte: Damit sich die Investition lohnt, muss das Projekt eine Lebensdauer von etwa 120 Jahren erreichen. Wir wissen jedoch, dass Beton mit Portlandzement Stahlverstärkung enthält, die voraussichtlich bereits nach der Hälfte dieser Zeit korrodieren werden. Es gibt jedoch einige Herausforderungen, die die Nachbildung des römischen Betons erschweren. Eine davon ist der Mangel an geeigneten vulkanischen Gestein, da die Römer laut Wissenschaftlern das Glück hatten, die benötigten Materialien in unmittelbarer Nähe zu finden. Eine weitere Schwierigkeit besteht darin, dass die genaue Rezeptur, die die Römer verwendeten, nicht bekannt ist. Es könnte Jahre intensiver Forschung und Experimente erfordern, um sie zu rekonstruieren. Der römische Beton ist ein beeindruckendes Beispiel für die Ingenieurskunst der Antike, dessen Langlebigkeit und Widerstandsfähigkeit bis heute Wissenschaftler und Ingenieure inspiriert. Trotz der Herausforderungen bei der Rekonstruktion der ursprünglichen Rezeptur könnte die Wiederentdeckung dieser Technik wertvolle Einblicke in die Baukunst der Römer liefern und bedeutende Fortschritte in der Entwicklung nachhaltiger Baumaterialien ermöglichen. Die Kombination aus antikem Wissen und moderner Technologie bietet die Chance, umweltfreundliche und haltbarere Bauweisen zu entwickeln. Ein Vermächtnis, das die Brücke zwischen Vergangenheit und Zukunft schlägt.